Hallo und herzlich willkommen zurück zu Left Blickchen im Hearts Recoded. Oh, etwas anderes passiert. Du hast also alle Welten geschafft? Nun gut, dann ist es Zeit für unseren Kampf. So wie es aussieht, müssen wir jetzt kämpfen. Gut, ich bin es langsam leid, diese ganze Scheiße hier zu machen. Es ist immer dasselbe. Zuerst machen wir alle Welten durch, dann sind wir in Ricos Daten und machen alle Welten durch. Ja, so ist das halt. Und jetzt bist du hier in Castle Oblivion und machst alle Welten nochmal durch. In einer anderen Weise aber. Es ist eine Scheißweise. Es hat mich schon immer genervt, sowas zu machen. Mann, Castle Oblivion ist wirklich nichts, was ich mag. Also, wie wär's, wenn wir endlich kämpfen und damit alles beiseite schaffen? Oder du sagst mir wenigstens, wer du bist. Ich glaube nämlich nicht länger, dass du Riku bist. Du hast so auch erst auch gedacht, ich wäre Malusha. Natürlich habe ich das gedacht. Ich meine, Malusha war der Herr von Castle Oblivion. Warum sollte es nicht so sein, dass du dann jetzt hier bist? In den Daten war alles nur mehr davon abhängig, wer in dieser Welt war. Und wenn du jemand anderes als Riku oder Malusha bist, bist du jemand, der nicht in diese Welt gehört. Du bist also ein Fehler, den es zu beseitigen gilt. Das hast du alles selbst erkannt. Wow, ich bin beeindruckt. Trotzdem kann ich dir meine wahre Identität noch nicht offenbaren. Es ist weder zu es ist einfach zu früh. Oder er wird sie nicht kampflos hergeben. Gut, wer ist das jetzt? Es ist, wie ich vermutet habe, Roxas. Yep. Und zwar Dual Wield Roxas. Wow. Man darf zu allerletzt also auch noch einen Gegner besiegen, den man in einem anderen DS-Spiel selbst spielen durfte. Ich sag doch, das ist eine gute Fähigkeit. Wäre es nicht annähernd so schwer wie in Kingdom Hearts 2 Final Mix. Mir eher vor wie ein humaner Boss. Bam! Okay. Offensichtlich ist er der Final Boss. Wieso ich das denke? Weil er mich schon das ganze Spiel über verfolgt. Wow, aber ich habe schon von so vielen gedacht, dass die der Final Boss wären. Bam. Oh Gott, nein. Seine Finisher-Attacke aus Days. Okay, Roxas, what do you got? Wow. Bim, 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 bim. Wir kriegen es mit dem anderen Kingdom Hearts Gegner zu tun. In dem einen Nintendo DS Spiel musste man ihn spielen, und zwar in dieser Form, und in der anderen musste man ihn jetzt in dieser Form bekämpfen. Es fehlt nur noch, dass man irgendwie Riku spielen darf. Oh, es wird schon ein bisschen schwerer. Meine Heilung. Okay. Ich hab versagt. Wow. Gut, dann gibt's jetzt nochmal eine Revanche. Er verliert kein Leben, wenn er Oblivion benutzt. Cheater. Seine Attacken einfach besser abwehren. Nicht andauernd angreifen. Weil Riku auch funktioniert. Vor allem diese Attacke. Wow. Ist er irgendwie heftiger geworden jetzt, seit ich Restart gemacht habe? Okay, ich habe jetzt keine Heilungsmöglichkeiten offen gerade.
bei dieser Attacke. Hat er die nicht auch im normalen Kingdom Hearts 2 erfangen? Gott. Es wird endlich entweder wieder ein Fail. Oder einfach nur scheißen knapp. Triple Burst. Und Post Tracer. Der Schock, der bringt einiges. Ich habe eine Heilung offen. Das heißt aber nicht, dass ich mich jetzt von allem treffen lassen soll. Gut. Ein bisschen von ihm fernhalten. Dann wird es schon klappen. Triple Burst. Und bam! Pulse Tracer, komm schon. Damn, damn. Zieht kaum was ab. Ich treffe ihn auch kaum damit. Ich will jetzt noch keine Heilung verwenden. Jetzt aber. Bam, bam. Wow, wie wär's auch mal mit draufzielen, Sora? Oder ja, Draglinus. Bam. Er hat seine Finish-Attacke noch nicht gemacht. Du weißt gekonnt aus, Roxas. Ja. Okay. Ich beballer ihn jetzt eigentlich bloß mit Fähigkeiten und kämpfe nicht wirklich gegen ihn. Das meinte ich eigentlich auch nicht mit zurückhalten. komm schon. Pulse Tracer. Und mein Schock. Wow, ausgewichen. War ja auch nicht sonderlich schwer. Komm schon. Das hat mich mehr an seinen Kingdom Hearts 2 selbst erinnert. Von der Attacke her. Pulse Tracer. Das resettet sich so schnell. Gute Attacke. Das könnte man als Volltreffer bezeichnen. Oh, nicht stehen bleiben. Nein, hat nicht geklappt, Pulse Tracer. Leute, das wird noch ein kleines Weilchen dauern. Und Schock. Wow. Da kämpft man einmal im Nahkampf und dann... Bam. Ist man tot. Da kämpft man wirklich nur einmal im Nahkampf. Okay, das sind ziemlich viele Fails. Lassen wir das die letzten gewesen sein. Der Kampf selbst lief ja eigentlich immer ganz gut jetzt. Hat immer an dem letzten entscheidenden Detail gefehlt. Na? Ha, ha, ha. Kann er nicht viel machen. Ich spring vor der Attacke selbst schon immer in die Luft, aber springt er während der Attacke von allein in die Luft. Ihm ein bisschen Arbeit abnehmen bei der Attacke. Also dem Sora, dem guten Sora. Wenn ich mehrere Schocks hätte, das wäre schon was. Bam! Fuck. Ich will Exospark nicht einsetzen. Exospark ist für diesen Kampf irgendwie unpassend. Exospark eignet sich noch nicht für Endgegner, mehr für normale Kingdom Hearts Gegner, Herzlose und so weiter. Triple Burst. Bam, bam, bam.
Oh, ich habe keine Heilung mehr. Gut. Jetzt darf ich mich nur nicht treffen lassen. Ich lasse mich jetzt nicht auf einen Nahkampf ein. Das ist sowieso schon immer ein Fehler. Ich will auch mal Mega-Flair machen. Bam! Diese Attacke ist so riskant. Wenn diese Attacke riskiere ich den meisten Schaden zu kriegen. Kriege ihn meistens auch. Wow, weg mit dir. Pulse. Ja, ich bin gerade wieder in den Nahkampf gegangen. Ich will diesen Kampf nicht so eintönig aussehen lassen. Aber ich muss mich konzentrieren. Bam, bam, bam. Das macht ihn ziemlich mit am meisten Schaden. Diese Attacke kann ich im Super einen Schock verpassen, wenn er nicht einen Rückwärtssalto machte. Bam, bam, bam. Hm. Wow. Bevor ich den Schock einsetze, lieber noch ein bisschen heilen. Und bam. Na, wie ich immer verfehle jetzt. Ich komme mit meinen besten Attacken hier gar nicht hinterher. Damn, 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 damn. Das wäre ja auch mal zur Abwechslung gut. Dann würde es nicht so lang dauern. Soll ich das als gut bezeichnen? Nee, mache ich nicht. Das war nicht gut. Dass wir uns gegenseitig getroffen haben. Jetzt vermieden werden können. Das hat er schon lange nicht mehr gemacht. Ich war ihm eigentlich auch recht dankbar dafür. Ich dachte, jetzt muss ich in den Strahl rein. Bin ich aber. Wow, ich habe doch schon wieder den Fehler gemacht, das währenddessen so einzusetzen. Post-Tracer. Der zieht kaum was ab. Ich will noch ein bisschen warten mit der Heilung. Andererseits, das bringt jetzt nichts. Entweder jetzt getroffen werden und failen und alles riskieren oder was machen. Komm her. Ja, der Pulse Tracer. Der wird's wieder sein, die nächste Attacke. Der bringt eigentlich kaum bis gar nichts. Bam, bam, bam. Nein, ich werde den Schock nicht machen. Jetzt. Jetzt hat er ordentlich was gebracht. Schon am Rand. Da trifft es sowieso kaum hin. Wie, wie, wie? Jetzt macht er das richtige Limit. Okay. So hat er nicht wirklich losgelegt. Komm schon! Ja! Wie? Er war das Schlüsselloch? Was soll das heißen? So, du hast mich besiegt und herausgefunden, dass ich Roxas bin. Ja. Ich bin dein Niemand. Hä? Was ist los mit dir? Warum bist du jetzt so niedergeschlagen? Bist du erschöpft? Mann. Der Kampf war zwar schwer, aber das soll nicht heißen, dass ich jetzt, das Ziel hatte, dich zu töten oder so. Das war mir eine Art Test. Eine Art Test? Du bringst hier die ganzen Welten durcheinander. Weißt du, dass dieses ganze Computerspiel nur wegen dir zu... keine Ahnung, durchgedreht ist. Das war wirklich alles nur deine Schuld.
Jetzt rede doch endlich, Mann. Sag mir, warum du das alles machst. Wir werden es sowieso nicht erfahren, weil wir die deutsche Version nicht kennen. Oh, weil das alles japanisch ist. Wow, das ist echt scheiße. Schon scheiße, aber ich habe mich entschieden, dieses LP so durchzuziehen und so zu beenden. Das war meine Entscheidung. Aber nun ja, so ist es halt. Du bist endlich wieder fröhlich. Sora, das ist gut. So, das ist die letzte Karte, Castle Oblivion. Damit... keine Ahnung, was du damit machen kannst. Was soll das heißen? Du kannst nun ins letzte Stockwerk, glaube ich. Tja, damit wirst du jemanden begegnen, der ich schon lange treffen will. Ich habe dich nur darauf vorbereitet. Den Rest musst du machen. Jemanden begegnen, der schon lange auf mich wartet. Genau. Eine gewisse kleine Dame. Die wird dir sehr bekannt vorkommen. Ja. Ich habe keine Ahnung, wen du meinst. Wow, jetzt sind wir verschmolzen. Er war wirklich mal niemand, so wie es aussieht. Und jetzt sind wir verschmolzen. Sein Daten nicht und mein Daten nicht. Genauso wie in der echten Welt. Ist schon irgendwie komisch, wie das alles immer so zusammenfindet. Genau, Sora. Gut, dann sind wir verschmolzen. So, dann speichern wir hier ab. Jetzt können wir die Datei überschreiben. Den letzten Boss kann man immer wieder kloppen. Das liebe ich nämlich daran. So, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.